Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallihallo Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Wonders nach Ewigkeiten zusammen mit dem Sunny. Ja, es gab jetzt lange Zeiten keine Aufnahme, bei Sunny gab es oftmals Probleme und er war ein paar Wochen in Ägypten. Deswegen konnten wir dann auch nicht aufnehmen, als bei ihm endlich die Probleme weg waren. Ja, wir wollen heute in die Wüste gehen, dann kannst du auch über dein Ägypten-Abenteuer reden. Ich habe diesmal den Sound getestet, jeder sollte diesmal gut zu hören sein. Es tut mir leid, jedes Mal, wenn ich Mario Wonders aufnehme, gibt es irgendwelche Soundprobleme. Es tut mir furchtbar leid. Mario Wonders mag dich nicht. Es tut mir so furchtbar leid. Mario Wonders mag dich nicht. Ich habe offscreen die ganzen Münzen und Flaggen nachgeholt und habe uns auch mal auf maximales Leben wieder gepusht, weil ich bin schon ein paar Mal dabei gestorben. Okay. Dass ihr da Bescheid wisst. Und ich habe das erste Gebiet abgesucht und da kein weiteres Level gefunden. Also ich habe wirklich alles abgesucht. Okay. Bowser Junior war meiner, meine ich. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen dort Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Was ist denn das da für ein Rüsselfieh, der gerade eben rechts gewesen? Das war deiner. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißt du, dass er ein zweites Auge blickt? Die Söhne strahlen in der Sonne. Im Palast sollte es einen weiteren Königssamen geben. Warum habe ich das Gefühl, dass in dem riesigen Wüstenbereich damit es 50 Sachen versteckt sind? Puh, hier ist es ganz schön heiß, aber wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Okay, wir kriegen jetzt wahrscheinlich erstmal wieder irgendwas geschenkt. Wir blenden aus der wolkenlosen Wüste. Hilfe, ich stecke im Sand fest. Ich war auf mal kurz Link. Ich habe eine Vase gesehen und instant kaputt gemacht. Ah, ich bin ja so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Blind, Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich hier in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bitte bring uns das Wasser zurück und wenn es dir nützlich sein kann, nimm dir diesen Wundersamen. Welch üble Lage. Schnell, wir müssen zum Palast und das in Ordnung bringen, bevor alle Poplins in der Wüste verwelken. Stimmt ja, die hier sind Poplins. Schon so lange nicht gespielt. Warte, bevor du nach rechts gehst, ich will kurz was ausprobieren hier. Mhm. Oder? Ich kann gerade nichts machen. Warte. Okay, was ich getestet habe, hat nicht funktioniert. So, dann können wir ja weiter. Prinz Florian! Du musst drücken. Ich kann nicht weiter drücken. Ein Enter Capture Mode ist anscheinend wieder weg. Du hast es weggedrückt, nicht ich. Ich weiß nicht wie. Wie soll ich das weggedrückt haben mit dem Controller? Hat mich was Leichteres. Joa? Achso, ne, warte, das sind ja deine. Joa, sie ist in der einzige Ort in der wolkenlosen Wüste, an dem es noch Wasser gibt. Früher gab es auch rund um den Palast viel Wasser. Aber das war bevor dieser Fiesling alles geklaut hat. Auf die Oase werde ich aufpassen, aber bitte befreit unseren Palast. Ja, danke, das ist wie so ein GTA-Loading-Screen-Tipp. Drücke A, um A zu drücken. Das Zwei-Stufen-Sprungabzeichen ist perfekt für die Wüste. Blühe auf wie eine Wüstenblume, lieber Kunde. Zwei-Stufensprung. Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Wenn dein Timing stimmt, kannst du höher springen als normal. Sogar auf Sand. Oh, das brauchen wir. Also quasi Dreisprung? Scheinbar. Den Wundersamen kaufen wir sowieso. Mit den Aufstellen habe ich mir überlegt, kaufen wir gegen Ende jedes Kapitels mal so 10.
Ja. Oh, warte, wir wollten das eigentlich anlegen, oder? Zwei Stufen Sprungabzeichen. Wir finden hier unten in der Wüste bestimmt noch irgendwas. Du hast es schon wieder zugemacht. Ich weiß halt nicht mal, wie ich das zugemacht haben soll. Du hast die Maus irgendwie aktiviert. Ich hab die Maus ausgesteckt. Guck mal! Nicht sein. Guck mal! Geh mal da weg! Eine Fata Morgana! Sind die Level dann echt? Was ist denn das für ein Ding? Ziemlich merkwürdig, das kann ich dir sagen. Und es gibt hier noch zwei weitere Platten, die genauso aussehen. Ich überlege jetzt schon eine ganze Weile, was es damit auf sich haben könnte. Ich überlege, was es mit diesem Level auf sich haben könnte. Bahnfrei für die Amat-Bande. Das war doch das Ding, was ich gerade im Hintergrund gesehen habe. Okay, anscheinend heißen die Amats. Amade. Amadi. So, man muss die time, ne? Hieß es. Ah, wie bei Super Mario 64. Mit diesen drei verspringen. Guck mal, ich habe ein Spielzeug. Ja, ich habe dich vernichtet. Ich öffne mal eben. Einen Moment. Okay, Leute. Levi gerade neu gestartet, haben technische Probleme gerade behoben. Weil Sunny hatte gerade irgendeinen Bug, das, oder besser gesagt, ich hatte, wenn eigentlich den Bug, dass gerade durchgehend das Capture, also dass Sunny hier A und B zum Springen und so weiter nutzt. Oh, da ist Wasser drin. Das hat sich gerade durchgehend beim Springen an- und ausgeschaltet und er wurde dann jedes Mal rausgeschmissen. Da musste ich gerade eben kurz einen Riegel vorschieben. Sunny, hast du Durst? Guck mal, da ist Wasser drin. Hast du Durst? Ja. Nee. Ich glaube, wir brauchen den. Wir müssen diese Pflanze da. Ah. Da war ja schon mal die erste 10er-Münze. Da kam nur der Typ raus. Dafür brauchen wir den Elefanten. Oh, Kaktus. Kann man mit Kaktus was machen? Man kann Kaktus kaputt machen. Da drin. Definitiv. Siehst du, ich hatte recht. Da drin. Ich habe nicht die Röhre gemacht. Definitiv nicht. Ist klar. I believe in ya. Du schaffst das. Verdammt. Ich bin zu früh gesprungen, deswegen bin ich oben gegen gebombt, deswegen habe ich nicht kaum bekommen. Warte. Die goldene Röhre, die haben wir, glaube ich, noch nicht ausgetestet. Ich habe ein Spielzeug. Okay, schade. Ja, so viel. Das ist eine gute Frage. Also ich habe übrigens jetzt vor der Aufnahme wirklich jeden Sound getestet. Wenn ihr jetzt wieder irgendwo... Ja, die stehen nach einer Weile wieder auf. Die stehen schneller auf als die Koopas. Habe ich gemerkt. Wir sind so gierig, ne? Ja. Die Amats finde ich aber trotzdem cool. Ciao. Ich glaube nicht, du findest das Secret. Okay, das ist tatsächlich nichts. Doch, da war noch ein Block. Ich vermute... Ich habe auch Probleme, da hinzukommen. Okay, ich hätte jetzt hier in der Ecke noch vermutet. Du weißt doch, wenn man außerhalb des Bildschirmrands ist. Wir haben lange nicht gespielt, Leute. Bedenkt das. Ist da Wasser drin? Nee. Man sieht da so ein bisschen was hochschwappen. Da, das muss doch die Pflanze werfen. Ja, vor dir. Da ist Wasser drin. Hab's. Du standest im See schon. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich bin nur ein Elefant auf der Durchreise. Hilfe. da ist was auf meinem Kopf rumgetanzt. Oh, lecker.
bringt uns gar nichts, aber hey. Ich wollte schon sagen, die einzige Röhre, die wir nicht testen, von wegen. Ich glaube, man kann die auch mit den Amats kaputt machen. Au! Wir haben noch einen Elefanten in der Pocket, ne? Ja, hebe ich mal für den Notfall auf. So, da ist auch Wasser drin. Warte mal. So, jetzt hast du Wasser dabei. Was ist los? Achso, mein... Das Kabel ist ein bisschen rausgerutscht, deswegen konnte ich jetzt nichts tun. Warte. So, jetzt. Okay, solange es nicht an mir liegt... Ey, du sollst es nicht mitten in der Luft auffangen, was ich werfe. Das war nicht geplant. Okay, was für ein lustiger Schmarrn passiert? Was wird mein neues Thumbnail? Oh, wir haben die Welt beschleunigt. Guck mal, selbst die, hörst du, selbst die Musik läuft beschleunigt ab. Hm. Ist irgendwas drin. Als ob. Warte mal. Die habe ich schon ausgetestet. Der redet sogar schneller. Ultra T-Banging. Ich behalte das Wasser gerade sicherheitshalber mal da, falls wir es brauchen. Guck mal, crouchen. Lustig. Oh, den habe ich nicht gesehen. Nein, mein Wasser! Ist auch ein bisschen anstrengend, wenn die so beschleunigt sind. Selbst der Timer läuft beschleunigt. What? Oh Gott, das ist gemein. Nee. Also da hole ich jetzt eben kurz den Elefanten. Aber das ist fein. Die kann man relativ gut ausleuchten. Weil wir so einen Doppelsprung haben. Warte mal. Hier ist doch irgendwo eine versteckte Münze. Ich glaube dir nicht, Spiel. Wir haben doch noch nicht... doch, wir haben alle drei. Ich habe nichts gesagt. Nein! Oh, verdammt. Keine Sorge, ja, ich bin ja da. Okay, das wollte ich eigentlich auch machen, aber ich hab verkackt. Ich wollte von davor Anlauf nehmen, aber dann hatte ich es nicht mit den Schwungen, also habe ich es von da vorne versucht und tatsächlich ging's. Das war unerwartet. Also das war nicht geplant. Aber es hat funktioniert. Oh. Muss man die schnell aktivieren? Wo ist denn Nummer 3? Sagt uns das die Karte? Ja, da links, angeblich. Oh, die muss man richtig schnell aktivieren. Geh du mal auf den linken, ich gehe hier. Ja, hat sich leicht gesagt, ne? Ja. Fragezeichenblock? Das ist der geheime Weg in den Palast. So heiß. Ich habe die großen Neuigkeiten schon gehört. Ihr seid hier, um uns zu helfen, stimmt's? Dann solltet ihr wissen, dass es in der wolkenlosen Wüste viele versteckte Geheimnisse gibt. Vielleicht sind die im tiefen im Sand oder in einem Gebäude verborgen. Versucht doch, sie alle zu finden. Ich möchte euch hier helfen. Aber bei der Hitze würde mir ein ziemlich schnell Blümerand. Also werde ich euch einfach von hier aus anfeuern. Abzeichentest, falsche Mütze. Wo wir hier schon in der Wüste sind, willst du ein bisschen über Ägypten erzählen, was du da erlebt hast? Eigentlich nicht wirklich viel. Es war größtenteils halt Hotelurlaub. Und... Delfin schwimmen. Ja, das hat... Oh, verdammt. Nee, nein. Oh, irgendwie noch hochgekommen. Nein, das wollte ich nicht! ich bin es gewohnt, die Stampfattacke über eine Taste zu machen, nicht über ich tue das Ding runter. Oh. Aber das war schon immer so bei Mario. Okay. Er sagt doch, halte durch! Nein! Oh, ich warte nicht. Ich hab's. Du hast bei mir gerade irgendwie den Browser geöffnet. Hä? Warum hast du auf einmal die Kamera?
Was weiß ich? Ich habe sogar gefragt ja bei der einen Folge, warum ändert sich die Kamera ab und zu? Du hast schon wieder das Ding geöffnet. What have you done? Lebe doch! Nach 10 Minuten haben wir es geschafft. Warte. Wir müssen von hier oben aus. Wie machen wir das? Hab's. Alles egal, hab's geschafft. Kann ich dir irgendwie verbieten, mir den Browser zu öffnen, wenn du was drückst? Du öffnest bei mir durchgehend den Browser. Da haben die im Kommentar auch was zum Lachen. Sunny macht bei mir durchgehend den Browser auf, weil er irgendwas googeln will. Nee, ich mache halt nicht mal was. Verabschieden der falsche Mütze 2. Da waren wir doch gerade. Ja, hatten wir doch gerade gemacht. Willst du doch mal durch diese Hölle? Nein. Oh, eine Verschnaufpause. Die waren bisher immer super. Ich mach gleich so, ich starte nach der Aufnahme den PC einmal neu. Weil das Problem hatten wir bisher nie. Ja, das Bucher Power-Up wieder. Das Bucher Power-Up war letztes Mal schon lustig. Was genau suchen wir hier? Ich habe keine Ahnung. Ach, wahrscheinlich wollen wir es tatsächlich einfach nur eben kurz. Ja, alles. Für Schnaufpause ist immer gut. Bisschen gratis, wundersam. Jo. Und Zug um Zug im Wüstensand. Mumie, die wie ein Kettenhund fungiert. Und Zug im Wüstensand. Sorry. Guten Morgen. Ist noch recht früh am Morgen heute, Leute. Warte mal, kann man auch? Der ist eine Mumie. Guck mal da. Und sie hat einen Chefkochhut auf. Will man das Ding greifen? Na, was machst du dagegen? Jetzt komme ich mir wie ein Fiesling vor. Bist du auch? Stimmt doch gar nicht. Ah, Ja? Damit es noch welche. Wie greift man das? Mit derselben Taste, mit der du sprintest. Komm, geh da hoch! Das bin ich. Warte mal. Geh da hoch! Ist ja kein Wasser drin. Ich habe ihn damit umgedreht. Jetzt bist du der Fiesling. Hallo? Willst du da hinten hier in dem Block? Geld. Könnt das Geld doch nicht ignorieren. Oh. Ich habe Spaß mit einem Seil. Das sieht überhaupt nicht falsch aus. Gut gezogen. Wenn du weiterhin an solche Sachen ziehst, weißt du,
schon wieder raus. Oh, da sind Leute zu mobben. Ich wollte das auch gerade sehen. Ich hatte ihn noch nicht fertig, ich konnte nicht weiter nach rechts. Ist das nicht ein bisschen fies, wenn du mit einem Bohr eine Arschbombe auf die machst? Ja. Deine hatte Angst. Oh, die versinken im Wüstensand. Oh, da sind wieder diese Vögel. Die aggressiven. Neuer Bohrer für dich. Guck mal, ich hatte seine Leine. Das Ding nach oben ziehen, safe. Man sieht gar nichts. Hab sie. Die blaue Röhre, definitiv die blaue. Zu dem zweiten Goomba musst du. Lass erstmal den hier ausziehen. Genau, da war die blaue Röhre. Warum schreckst du hoch? War keine Absicht. Oh, verdammt, ich würde den Goomba erledigen. Ja, die hat so sehr rausgestochen. Ja. Oh. Was, drehst du dich instant um? Warte, wir dürfen ihn noch nicht töten. Oder kommen wir so hoch genug? Ach nee, man kann ja auch. Outplayed. Ich habe ihn erst ausgezogen und bin dann auf seinen Kopf gesprungen. Gibt für alles seinen King. Warte mal, haben wir alle Münzen? Nee. Ah, okay, ist eh noch nicht Ende Level. Ist erst Halbzeitflagge. Da war doch ein Block. Da ist die Münze. Ey, der schnarcht. Bitte, ich will eine Sphinx werden. Ach stimmt ja, ich muss jetzt eine Taste drücken. Ich habe versucht, dir hinterher zu kommen. Wen nennst du hier Eindringling? Ich glaube, man soll hier runterfallen. Um Gottes Willen, lauf! Lauf! Siehst du eigentlich die Wand, die da auf uns zukommt mit den Stacheln? Ja. Schau, Bruder. Das war's für dich. Tja, Bruder. Dein Ende ist nah. Verdammt, ich hab noch versucht hochzukommen. Hab sie. Ich hab extra zugeschaut. Na gut, hätte eh nichts anderes machen können, weil du die Kamera hattest, aber... Auch dann hätte ich zugeschaut. Wenn ich die hätte. Boing, 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 boing.
Guck mal, der ist wütend. Ich muss es tun, bevor es wieder unten war. Alles gut. Also den Dreifachsprung finde ich auch richtig gut. Kommt man richtig gut hoch. Ja. Vor allem kannst du ihn richtig einfach triggern, einfach mal ganz kurz antippen und dann kommst du gut hoch. Beim Drücken. Kannst du es richtig schnell machen, tatsächlich. Das stimmt. Okay, da haben wir einen Weg geöffnet. Dass wir da hoch können. Haben wir denn soweit hier unten in der Wüste alles erledigt, was erledigt werden kann? Ich denke. Ja, sicher, da aber nochmal eben kurz gucken. Nee, hier unten, na, oben sind noch Blöcke zum Gegenspringen. Hier ist ein Suchtrupp. Ja, mir sind technische Probleme. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einfach für heute Schluss mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ciao.